Ja, moin und willkommen zurück zu Bones TV. Endlich. Okay, an dieser Stelle ist ein großes, großes Entschuldigung fällig. Umbau, völlige Katastrophe, alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Irgendwann haben wir uns gesagt, okay, eines Abends kommen wir, gucken jetzt diese Folge, damit wir das gemacht haben und wissen, was passiert ist, weil wir wahrscheinlich erst Folge 16 aufnehmen können. Und wir haben echt irgendwann gedacht, so, boah, Alter, das gibt's nicht, ne? Nee. Also irgendwie wurden uns nur Steine in den Weg Es ist gelegt. alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Aber wenigstens sind die Bockwürstchen an Weihnachten nicht geplatzt. Das wäre Stimme. es auch gewesen. Und der Kartoffelsalat ist nicht gekippt. Der war lecker. Der war lecker. Ja, also es tut uns wirklich vom ganzen Herzen leid, wirklich. Also das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, einfach stellt euch vor, jedes Mal, wenn ihr euch an den Rechner setzen wollt und endlich aufnehmen wollt, dann ist irgendwas. Also wirklich irgendwas. Alleine 3 Stunden habe ich gebraucht, um ihn wieder zum Laufen zu kriegen. Ja, das stimmt, ja. Zwischenzeitlich war der PC auch nochmal irgendwie komisch und wollte uns nicht und ja. Ja, wollte überhaupt nicht mehr starten. Das war Ich kam noch nicht irgendwie. mehr ins BIOS, also. Ich weiß Also nichts. irgendwie ist auf jeden Fall, jetzt funktioniert alles und jetzt können wir uns Folge 16 angucken. Das heißt, Folge 15 haben wir uns ohne Reaction angeguckt, war auch mal ganz schön. Verzeiht uns trotzdem. Ja, trotzdem auch mal ganz schön, dass man das einfach genießen konnte und so weiter, ne? Sagt ja Fritz auch immer, soll das ja auch mal genießen, haben wir mal Richtig. gemacht bei Folge 15. Einmal War im auf jeden Leben. Fall mega spannend. Also ich übrigens an Knossis Stelle, als ich gesehen hätte, wenn da irgendwelche Leute auf dem Kanu ankommen, nur ich hätte aber, ich hätte das Messer geworfen, so. Ich hätte den Bogen rausgeholt. Ja. Selbst gebauten Zahnseide-Bogen, meinst du? Naja, der 20 cm vielleicht. Ja, das kannst du. Ja. Besser das als gar nichts. So dicht wie die dran waren. Überleg mal, so eine GoPro, die macht ja Weitwinkel. Ja. Das heißt, die waren ja wesentlich näher dran, als wir es gesehen haben. Na? Aber es Ja. war schon krass. So, Folge 16 ist allerdings nur 35, 43 lang. Hallo, was ist da los? Kommt da doch noch eine Folge? Ich dachte, wir haben jetzt hier Final. Punktevergabe sehen Sie dann. So, Final Silvester. Countdown. Ja. Achso, Hello. apropos Final Countdown. Morgen haben wir übrigens Jahrestag. Das heißt, ihr Yeah. könnt schön in die Kommentare ganz liebe Worte vielleicht da lassen. Das würde uns freuen, ne? Ja. Ja. Und dann 13 Jahre zusammen. Wie Mit lange, dem da. wie hältst du es nur mit mir aus? Ach, Alter. Das ist ganz schlimm. Ich dachte vor allen Dingen, das wird von Sekunde zu Sekunde schlimmer. Also, das wird von Sekunde zu Sekunde besser. Nein, nein, schlimmer. Schlimmer, einfach schlimmer. Schlimmer ist das neue besser. Und schlimmer ist das neue besser? Immer alles positiv sehen, ich verstehe schon. King of the Jungle heißt die Folge. Was sehen wir jetzt? Und sehen wir in Behind the Scenes dann irgendwie erst was? Dann müssen wir auch wirklich auf Behind the Scenes reagieren. Ja. Aber dann müssten wir von hinten anfangen, nach vorne. Das wäre komisch. Wir nehmen sie einfach am Stück auf und laden euch dann Woche für Woche dann hoch. Ja, das ist ja doof. Da Das ist müssen auch wir doof. irgendwie, machen wir einen Spielfilmlänge raus. Fünf Warten. Stunden Andi und Steffi gequatsche, dann das kann ja was werden, doch. Na komm. Ich Hau dachte, wir rein hier. wir machen 9 Jahre komplett die beiden Staffeln Seven vs. Wild am Stück. Habt ihr das gehört? Ich glaube, er kriegt nicht genug. Ja. Ich krieg von euch auch nicht genug. Das ist halt so. Ne? Also wenn man Hm. sich einmal dran gewöhnt, ne? Ich habe das auch voll vermisst, hier zu sitzen, wirklich. Und dann denkst du, und jetzt hast du die Zeit, jetzt klappt alles. Und dann geht der Rechner. Wirklich, das war voll, wie verhext. Wir hatten alles eingestellt, alles aufgebaut. Ja. Ja, Steffi kriegt den Rechner nicht zum Laufen. Ja, und dann ging es irgendwie los. Also dann hatten wir 3 oder 4 Stunden, haben wir hier am Rechner rumgebrokelt, bis dann irgendwie mein Vater kam, ja, ihr müsst uns doch mal helfen. Und dann sind wir wieder losgefahren. Und dann rief der Vermieter an, ja, wir müssen noch das und das machen. Und wir so, ja. Also irgendwie, Ich weiß bin dann nicht. noch am 1. zum Kumpel gefahren, habe mir eine neue CPU geholt. Testweise auch nichts. Also, das war wirklich insgesamt einfach großes Chaos. Weihnachten genießen konnten wir auch nicht wirklich. Aber wenigstens das Kind ist glücklich. Ja. Schaka. Können wir? Wirke. Yes. Ich freue mich voll. Endlich wieder mit euch quatschen hier. Das wird was. Nee, ich Wer ist mach. Sponsor? Ich Oh, du sage, hast unseren Button vergessen. ich habe unseren Button vergessen. Tada, ein Button,
Da. Mein Finger. Warte mal, so ist einfach. Oh, jetzt ist er wieder weg. Tut mir leid. So. Ich sage, Sponsor ist BW Online Shop. Ich denke, Rhino-Shield. Rhino-Shield. Pass auf, und jetzt ist es Vodafone. Warte kurz. Auch nicht. Jo, wenn es ausgegraut ist, ist es gemutet. Ach, warte mal, ich habe die Medienquelle gesehen. Siehst du mal? Du hast das Mikrofon nicht da, wo es sonst ist. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Ich kann das leider nicht tauschen. Kannst du runterscrollen ein bisschen? Liebevoll. Jetzt sehe ich es auch. Das ist schön. Das freut mich sehr. Herrlich. Ich danke dir. Nein, nein, du musst jetzt nicht dafür sorgen, dass ich ein Mikroauge kriege dafür. Das brauchst du nicht. Ich brauche ja beide. Alles. Hier geht's ab. So, Leute. Ihr kennt uns doch mittlerweile. Also, ich sage Rainer-Shield. Rainer-Shield? Rainer das Shield. Gut. Ich sage BW Online Shop. Ich meinte natürlich Rainer-Shield. Ich weiß nicht, warum ich gerade Rainer gesagt habe. Okay. Ich bin gespannt. Gib ihm. Auch rein. Hey Leute, Fritz hier. Oh, und viele von euch fragen mich immer, was ich eigentlich auf meinen Touren so an Nahrung zu mir nehme. Ihr kennt mich, mal dies, mal das, aber dann greife ich doch lieber zu Y-Food, da kann ich mich drauf verlassen und weiß direkt, was drin steckt. Ich sag's euch ehrlich, ich habe die eine oder andere Nacht davon geträumt. Ist halt einfach super praktisch, liefert dir alles, was dein Körper braucht, geht schnell, ist lecker und vor allem auch noch lange haltbar. Testet das Ganze selbst einfach mal aus mit dem Probierpaket von Y-Food, dort gibt's 5 leckere Socken und den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich hab so ein Kribbeln vor Freude. Geht gleich los, das ist das Gefühl, wenn du was geschafft hast. Das nenn ich mal hart erkämpfte Punkte. Ganz hart erkämpfte Punkte. Stimmt, da haben wir uns ja auch gut, dass wir jetzt auch nochmal so eine Rückblende haben heute. Ja. Aber da haben wir auch uns kaputt gelacht. Wir wirklich, also der war. Also Otto, echt jetzt. Hallo? Er übertreibt's auch. Ja, nee, aber voll krass. Ey, stell mal vor, es stürmt. Bei uns ist es übrigens auch aktuell gerade sehr stürmisch. Also. Könnte ich vergessen. Ich weiß auch nicht, was da draußen schon. Jetzt kommt der Winter, wo Weihnachten gelaufen ist. Genau, das ist immer so. Die Bestäubplan. Das ist immer so. Zum Jahreswechsel soll man minus 4 Grad kriegen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns da richtig kaputt gelacht. Wir haben auch gedacht so, ach du Scheiße, was macht der da jetzt, der Gute? Er zieht sich komplett aus. Der zieht sich komplett aus. Liegt da. Ja, ich bin mal gespannt. Das sieht aber auch bei ihm gerade aus wie Schnee. Ich freue mich aber auch irgendwie ziemlich sehr über Sascha. Mit seinem tollen Palmen. Seiner Palmenkrone. Ja, ich weiß nicht, das sah wirklich so ein bisschen nach Ventilator aus irgendwie. Kettenkarussell. Oder Kettenkarussell, ja. Das ist das Meme gesehen, ne? Hm? Ja, das ist ja, für mich, weiß ich nicht, so wie so ein Ventilator auf dem Kopf, ist auch nicht schlecht. Richtig hart. Das Einzige, was zählt, ist jetzt einfach überleben. Einfach überleben. Ich kann einfach nicht mehr, ich bin so am Arsch. Oh. Ich hab keinen Bock mehr, wirklich. Ja, ich denke mal, so in 3 Stunden ist das wieder vorbei. Quasi eine Sache von Sekunden, das kann man jetzt aussetzen. Und was ich natürlich zu Fritz seinen Seilen gesagt habe, ich habe gesagt, er ist ein prima Bondage-Künstler, wisst ihr Bescheid. Mhm. 50 Shades of Grey, neuer Hauptdarsteller. Die Schlinge ist. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hat er damit noch was vor, oder? Ich muss gerade an ein Lied von In Extremo denken. Hätte ich schon gehört. Ja, ganz genau. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren Gift. Genießt es. Genießt es. Das wird jetzt einer der letzten Male sein. Entweder kommt da noch eine Folge oder ist es jetzt die letzte Folge. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, weil es kursiert zu viel im Internet. Das Internet, weißt du? Sagt so vieles. Ja, 17 Folgen war irgendwie. Erst war es 16, jetzt sind sie. Erst waren es 14, dann waren es 16, jetzt waren es irgendwie zwischenzeitlich 17, ich habe keine Ahnung, aber oft werden wir es jetzt nicht mehr hören. Fritz. Fritz, ernsthaft. Wir brauchen eine 3. Staffel. Und eine 4. Und fragt mich ja nicht, ob ich mitmachen möchte. Nein. Nein. Irgendjemand hat mich bei den Insta-Stories, was ich euch erzählt habe, mit den anonymen Fragen. Gefragt, ob ich bei Seven vs. Wild bei einer 3. Staffel mitmachen würde.
Und ich schreibe auch noch, oh, naja, wenn ich wirklich gefragt werden würde, würde ich natürlich ja sagen, ja klar, ne? Nein. Ja, Pippi. Ich mach mir dann Pippi in die Hose. Eins in die Kommentare. Nein, ich mach mir Pippi in die Hose. Ich bin ein Schisser. Steffi for Seven Roses Gold. Das wäre voll lustig. Stellt euch mal vor, da wäre jemand irgendwie die ganze Zeit dabei, der wirklich die ganze Zeit Angst hätte. So, eine Spinne. Okay, ich habe keine Angst vor Spinnen, aber so, eine Spinne. Hast du davor Angst? Ja. Der sieht doch gut aus. Nein. Der ist noch grün, den kann man schon essen. Ich mag keine grünen Äpfel. Das heißt, ich hätte den wahrscheinlich erst als allerletztes gegessen. Und dann hätte ich gehofft, dass die 10 Tage schon um sind. 7. 10. Wie komme ich jetzt auf 10 Tage? Fritz, hast du gehört? Der hier möchte 10 Tage machen. Glaub auch. Ja. Giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde es so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Jede Minute kämpfe ich. Mit mir. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das hier ist ein anderes Level. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Wann bricht deine Psyche? Das ist Lieblingsspruch, ja. Welcome to the jungle. Ich habe gekämpft ohne Ende. Seven versus Wild, Panama. So, jetzt bin ich gespannt, guck mal. Ja. Ich hab gar keinen Bock mehr, was das rechnet immer noch. Oh. Wow. Okay. Krass. Wow. Und so viel zum Thema. Nach 3 Stunden ist es vorbei, ne? Ja. Aber wie das aussah, mega. Und hör mal, so Vikings. Vikings-Feeling bei Fritz. Pünktlich zum Sonnenaufgang, naja, Sonnenaufgang kann man das nicht nennen, es wurde hell, kommen jetzt trotz des Starkregens die ganzen Viecher wieder raus. Man kann sich die Uhr nachstellen. Jetzt sind sie alle da und jetzt wollen sie wieder essen. Es gibt Frühstück. Und ich weiß jetzt, warum das seit über 2-3 Stunden lang regnet und ich hier in meinem eigenen Saft liege. Na klar. Die Insel weint, dass es vorbei ist. Sie weint, dass heute der Tag der Tage gekommen ist, an dem die Abholung stattfinden wird. Wir haben gerade noch absolute Flut. In Fritz Kopf. Falafel, Pommes, Döner, Teller. Kleine, dünne Pommes. Ach nee, das waren ja Knossis Wunsch, ne? Aber Fritz ist ja auch so auf Pommes und Halloumi-Burger und so eingeschossen, also. Und ein Y-Food. Ja, der hat jetzt gerade nur Essen im Kopf, glaube ich. Der denkt so, oh geil. Der zählt so die Sekunden, also so 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, Halloumi-Burger. Ihr seid zu spät. Ihr seid zu spät. Habt ihr schon meinen Burger bestellt? Was ist hier los? Also ich will meinen Burger jetzt. Und wenn die Flut zurückgegangen ist Richtung Ebbe, dann sollte es soweit sein. Aber vorher müssen wir uns noch ein bisschen berieseln und weinen auch ein bisschen dem Ende entgegen. Oh. So, da hinten, genau in dem Gebiet, müsste irgendwann heute im Verlauf des Tages ein Boot auftauchen. Also ich schätze mal, wie gesagt, dass ein Boot ist. Wenn es ein Heli sein sollte, was ich nicht glaube mit dem ganzen Zeug und alles, dann höre ich den eh. Mhm. Eigentlich gibt es nur die 2 Varianten.
Das waren echt 7 beschissene Nächte. So leid, ne? Ja. So sehen meine Hände von heute Nacht aus. Wow. Und was echt noch krass ist, hier von diesem Baum des Todes. Leider kann er nicht so ranzoomen mit, aber das ist irre, was das für eine Verbrennung ist. So richtig wie verätzt die Haut. Und das ist jetzt schon echt ein paar Tage her. Das sieht also einfach krass aus. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber das war einer der ersten Male, wo wir nach der Feuershow damals gesagt haben, yay, wir gehen noch alle zusammen in den Wald und übernachten dort eine Nacht. So. Mhm. Das war ja, ne, dann so unsere Aktion. Und da bin ich abgerutscht. Also, ich weiß nicht, so gefühlt so ein Lehmvorkommen. Es ist was richtig matschiger, saftiger Boden. Und ich bin abgerutscht und bin komplett mit dem rechten Arm in ein Brennnesselfeld gefallen. Es sah ungefähr genauso aus. Ich denke, das wird mehr wehtun. Aber ich habe irgendwie so eine dezente Allergie oder so. Ich weiß es nicht. Weil ich weiß noch, dass du dann nachgefasst hast, hat gesagt, aber so schlimm kann das ja nicht sein, so nach dem Motto, was halt brennt zwar, ne? Aber du hast mir das dann gezeigt anhand deiner Hand, dass das eigentlich gar nicht so extrem aussehen dürfte. Und ich hatte wirklich ungelogen den kompletten Arm hier. Ja, alles voller, ja. So richtige Eiterblasen, könntest du schon fast sagen. Also das sah richtig schlimm aus. Also könnte ich mir vorstellen, dass überhaupt auch, dass da vielleicht nochmal zusätzlich dann vielleicht auch so eine Allergie oder so vielleicht immer ein Beispiel kann. Weil das sieht echt ziemlich dunkelrot aus. Man muss ja verstehen, auf der Kamera sieht alles nicht so intensiv farbig aus, wie es in echt aussieht. Aber das sieht wirklich aus wie verätzt, weil ich kenne das ja selber, als ich mir damals die, ich sag mal, minderwertig lasse ich jetzt mal beiseite, aber günstige Variante von meiner Flüssigkeit gekauft habe. Mhm. Seitdem habe ich ja auch alles. Ja, das stimmt. Ja, die Verätzung. Ja. Wenn man mal einen Euro sparen will im Niete. Ja, sollte man nicht tun. Haben wir dann auch mal festgestellt. Haben wir festgestellt, wir haben das Zeug entsorgt und naja. Ich denke jedes Mal dran. No. Ganz genau. Ja, gut. Alles klar. Ich wollte nur einmal gesagt haben, dass da halt auch noch mehr, weil hier ist immer so eine Stelle genau in der Beuge. Sieht mir sehr nach Eiterblase aus und es hat mich einfach mega daran erinnert. Was aussieht wie so ein Stich, ne? Ja. Also wenn ihr ein Brennnesselblatt anfasst und das hier ist das Brennnesselblatt, warte mal, hier machen wir das mal, schön so, ja, dann nerven euch die Haare auch nicht. Ja, und nicht irgendwie einfach so dran. Ja, kann so. Also reinfallen ist sowieso eine ganz blöde Sache. Bin ich als Kind am Fahrrad. Ja, richtig ja. Verätzt. Weg, kaputte Haut. Naja, und ich weiß noch nicht mal, wo das genau passiert ist. Ich werde diesen Platz vermissen, muss ich sagen. Doch, und ich würde alles wieder so wie vorher machen. Ich würde auch wieder oben mein Krähennest da oben ohne heute Nacht... Mensch Otto, rasier dich mal. Das sieht ein bisschen struppig aus. Ja, aber wie bei dir auch immer so ein paar... Oh, entschuldigt. Immer so ein paar weiße Haare zwischen. Voll süß. Das ist von der Weisheit. Das ist niedlich. Ich mag das. Otto und ich sind weise. Ja. Odin getroffen. Das ist so, Otto, warum hast du keinen Shelter gebaut? Pflanzen drüber, das dicht gemacht und sowas. Nee, alles gut. Es war genau richtig so. Es war genau richtig so, weil ich konnte immer in den freien Himmel schauen, die Natur genießen, sofort aufs Meer schauen. Und ja, eine Nacht hat jetzt geregnet. Stirbt man auch nicht von. Es war irgendwie cool. Es war cool. Ich will alles so noch machen. Geregnet. Vielleicht wird ja am ersten Tag die Kokosnuss. Ja, doch, die will ich auch essen. Um einfach zu wissen, 7 Tage lang Regen, Besucher sitzt. Mhm. Ansonsten würde ich alles genauso nochmal machen. Ja. Jetzt gehe ich nochmal so die einzelnen Stellen hier ab, um mich so zu verabschieden. Das ist meine Insel und nur meine Insel. Hat er sich da noch gebastelt? Er sah irgendwie aus wie so ein Schotte mit einem Schlagstock. Es tut mir leid. Alle Frauen, die das geguckt haben, gucken ihn automatisch immer einen Schritt tiefer. Warum?
Ich musste da auch gerade hingucken. Weil ihr vorhin versaut seid? Ja, das ist ganz schlimm, ich glaube auch. Das ist doch schrecklich. Jetzt Knossi, auch Palmenfrisur. Da ist sie hinter uns, die letzte Nacht, 7 Nächte. Er freut sich so. Von Seven vs. Wild mit Knossi. Wir haben's. Wir sind. Oh, wir sind. Und jetzt heißt's erstmal aufräumen. Champions Equipment, das will ich nochmal sagen. Diese Jacke und diese Hängematte sind Champions Equipment von Survival Martin aus der ersten Staffel. Auch er hat damit 7 Nächte verbracht in Schweden. Und das hat mir echt, da reinzugehen in diese Jacke und zu denken, das hat ein Champion getragen. Komm, das schaffst du auch. Hat mir viel geholfen. Und hey, wenn ihr in der dritten Staffel, weiß Gott, vielleicht gibt's eine, dabei seid, gefragt. Nein. Doch. Die Antwort lautet nein. Sie möchte. Ich habe das schon mal gesagt. Wenn ich einen Platz kriegen würde, würde ich ihn Andi geben. Und wenn ihr dann überall schreibt, wir wollen aber die Episch Queen, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal, aber ich möchte Andi da sehen. Ihr habt gehört, wir machen eine Petition. Ich würde euch die Jacke und die Hängematte weitergeben. Komm schon! Ja! Wahre Champions machen es ohne Dach. Sieht aus wie eine Tischdecke. Ja! Okay, geiler Spieler. Jetzt mal ohne Flachs, ja. Ich finde, er wirkte gerade wirklich wie aus so einem Alien-Film oder irgendwie so Avatar oder so. Oh, ich entdecke die neue Welt. Geil! Ah! Willenskraft! Wie Gott. Alles hat begonnen mit einem Kampf ums Überleben aus dem Helikopter irgendwo da hinten rein. Mein Leben ist an mir vorbeigezogen, ist kein Spaß. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Die ersten Nächte an dieser Palme geschlafen, danach in dieses Lager nach oben gezogen. 7 Tage hier verbracht, Tiere kennengelernt. Einen Freund fürs Leben, Greenie, Regentage erlebt, stürmisches Wetter. Ich will nur was essen und eine rauchen, denkt sich Knossi. Jetzt nimmt das Abenteuer sein Ende. Seven vs. Wild, die größte Herausforderung meines Lebens. Er freut sich so sehr, Leute, wirklich. Ja, er hat sich's verdient. Ja. Sascha lebt noch. Auf dem Thumbnail, hätte ich beinahe gesagt. Ja, das ist ja das Thumbnail. Das ist doch das Thumbnail, ja. Entschuldigt, irgendwie habe ich das gerade. Also auf dem Thumbnail vom Video hat man ja gesehen, dass Sascha nicht drauf war. Ich habe schon gedacht, oh Gott, haben sie ihn doch noch in der Nacht abgeholt oder was? Das ist voll Clickbait hier. Ich gedacht, oh Scheiße, jetzt haben die ihn in der Nacht abgeholt, ne? Die Flut hat ihn weggerissen. Gott sei Dank wissen wir, dass er wieder da ist, aber so die Flut hat ihn mitgenommen. Oh, das wäre hart. Die sammeln ihn erstmal mitten auf dem Meer auf. Und er hat noch nicht mal eine Rettungsinsel. Einfach Rückenlage. Hätte ich eine Rettungsinsel, ne? Dann würde ich ja auch aufpusten und wieder hinwatschen da. Und er hat aber wenigstens seine Hängematte wieder. Den Rest leider nicht, aber seine und Hängematte. Und ein bisschen Paracord. Und ein bisschen Paracord. Freunde, letzter Tag. Es kommt ein paar der Welt, wo ich auf die scheiß Boot raufsteig. Ich kann's nicht glauben, ey, wann kommen die? Achso, Formcheck. Ja. 7 Tage Veränderung. Boah. Also komplett abgenommen. Ich sehe es hier schon bei mir selbst. Komplett krass definiert. Boah, ist das arg. Ah ja. Krass. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Kann nur sagen, ja, extrem wild. Boah, das ist schon krass. Es ist krass, wie man es sieht, aber ich muss wirklich sagen, also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass es so extrem klingt. Also ich mag ja durchtrainierte Männer sehr gerne. Als ich dich damals kennengelernt habe, warst du ja auch sehr durchtrainiert. Aber ich muss sagen, an den Oberarmen und hier so halt überhaupt, wie heißt das nochmal, Bizeps? Bizeps. Ja.
und so weiter. Ich war gerade am Überlegen, wie es heißt, entschuldigt. Auf jeden Fall finde ich da ein bisschen weniger bei Männern gar nicht mal schlecht. Ich finde, sonst wirkt das so wirklich so ein bisschen Super Saiyajin. Und das finde ich nicht so attraktiv. Aber ich finde halt Bauchmuskeln, Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur toll. Aber bei den Armen, besonders am Bizeps, da zu viel zu haben, wirkt dann immer so, als hätte man Tischtennisbälle darunter versteckt. Das sah ein bisschen aus wie jetzt aus dem Wrestling, hier John Cena. Genau, so ein bisschen beim Wrestling sieht man das auch immer ziemlich gut. Ich kenne zum Beispiel keinen einzigen Wrestler, wo ich sage, der sieht attraktiv aus vom Körperbau. Also richtig attraktiv. Nicht mal Roman Reigns. Und ich liebe Roman Reigns, aber sein Körper ist trotzdem nicht so definiert für mich, dass ich sage, das ist 100% genau so. Jeff Hardy? Ja, nee, auch nicht. Aber da geht's schon in die richtige Richtung. Also bei ihm ist es halt nicht zu extrem. Und bei dir damals war es auch nicht zu extrem. Nö. Na? So. Oder wenn dann hier zum Beispiel an der Nackenmuskulatur hier diese Wölbung ist. Das kann ich auch nicht. Nein, das sieht eklig aus. Als hätte man irgendwie so, ich sag's jetzt ganz offen heraus, Trigger Warning, jetzt wird's kurz eklig, als hätte man Maden drunter versteckt. Wenn es aufschneidet, kommen alle Maden raus. So. Ja, ich mag das auch nicht, wenn du jetzt anspannst und überall so die Äderchen siehst und ja, nee, genau. Das muss nicht sein. Es muss halt so ein bisschen, ist okay, muss, aber nicht zu viel. Es muss noch gut aussehen, aber nicht Bodybuilder-mäßig. Ja, aber ich finde immer, wenn hier oben diese Nackenpolster, das sieht aus wie aus so einem Horrorfilm, Nackenpolster. Ja, ne? Also ich habe manchmal Begriffe drauf, irgendwie für irgendwas, ja, was weiß ich, was da sitzt. Ich bin kein Arzt, bin kein Mediziner, ne? Aber ich finde halt, bei Sascha sieht man jetzt auf jeden Fall ganz krass diesen Unterschied, ne? Ja. Von vornherein, auch wenn man sich jetzt aktuell Videos von ihm anguckt oder so, und das jetzt mit dieser Szene vergleicht, ganz krass. Weil man muss ja aber bedenken, es waren nur 7 Tage. Es waren nur 7 Tage. Ja. Da soll noch mal einer sagen, 7 Tage nichts essen kann, soll nichts bringen. Mach das nicht nach, ne? Also esst jetzt bitte nicht 7 Tage nichts, aber ja. Also ich habe schon wieder zugelegt. Aber nicht so viel, nur 2 Kilo habe ich zugelegt durch die Weihnachtstage. Bei mir das letzte Mal die Waage gesagt, bitte nicht in Gruppen auf die Waage treten. Als ob. Als ob. Die wahre Challenge war für mich zumindest persönlich die Einsamkeit. Nicht zu wissen, überlebt man den Scheiß. Ich habe da jetzt nie ein Wort mit irgendjemandem gesprochen, außer oft oder die ganze Zeit mit mir selbst. Oder gesungen. Oder, ja, nie auf dem Handy, nie ein anderes Gesicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe, wir sehen auch wirklich, wie sie ankommen. Ja. Und hoffen, dass wir das halt nicht im Behind the Scenes sehen. Ne, das wäre jetzt echt doof. Oder in der nächsten Folge. Oh nö, ich will das jetzt sehen. Ich will. Okay, ich möchte. Gesehen. kein Buch, nichts. Das wäre auch aufgeweicht, das Buch. Und dann zusätzlich zu wissen, überlebe ich das? Wie? Stellt euch mal vor, jemand hätte sich wirklich für das Buch entschieden. Du kannst auch nur hoffen, dass es einlaminiert ist. So. So wie damals in der Schule, wenn irgendwas im Rucksack ausgelaufen ist. die Seiten zusammengeklebt haben. Überlebe ich das? Sicher habe ich den Notfallknopf, den ich drücken kann. Aber wenn ein Salzwasserkrokodil gibt, hier gibt es nur wenige. Aber wenn es kommt und Hunger hat, bin ich weg. Oder wenn ein Blitz mich trifft, bin ich weg. Oder wenn das Meer zu hoch kommt und mein Shelter bricht zusammen, ich bleib hängen, er trinkt irgendwie deppert, bin ich weg. Das ist einfach was ganz, ganz anderes. Es ist eine Erfahrung, die ist so absurd, die ist so krass. Die hat mich extrem, extrem geprägt. Und nicht nur jetzt die Woche, sondern auch mein ganzes, ganzes Leben. Und nochmal, Freunde, zu guter Letzt. Passt auf andere. Und passt auf euch selbst auf. Nochmal ganz kurz ein paar abschließende Worte. Ich fand's ein Megaprojekt. Ich versuche die letzten 7 Tage gerade so ein bisschen Revue passieren zu lassen, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist so viel passiert, es ist krass. Ich bin meinen Erwartungen so halbwegs gerecht geworden, sage ich mal. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Perspektiven bieten. Es waren wirklich geile 7 Tage. Ich bin so happy, dass ich dabei sein durfte. Ich habe schon 1000 Mal gesagt, aber das ist nicht genug. Es war so geil. Ich bin einfach nur happy. Auch, dass das Orga-Team gleich kommt, hoffentlich mit Burrito, Snickers, Cola. Da sehe ich mich jetzt. Die dürften jede Jetzt muss ich an Staffel 1 denken mit Bommel. Mit Bommel und dem Snickers. Snickers?
Da war irgendwas. Da war irgendwas. Snickers? Snickers? Weiter? Hm? Ja? Ja? Oder wolltest du noch was sagen? Nein, nein. Ich finde, Joris sieht irgendwie jetzt ein paar Tage älter aus. Wenn ich mir so angucke. Sieht ein bisschen erwachsen aus. Er sah vorher auch erwachsen aus. Ja, aber er sieht jetzt aus wie so ein, ich sag jetzt mal, so ein typischer Erdkundelehrer. Mit dem Bart. Ja. Und heute nehmen wir Erdkunde, ne? Ja. Ich bin sofort an Vulkanismus. Ich weiß nicht warum. Weil das meistens immer drum vorkommt. Erdkunde, Vulkan. Warum? Warum? Wobei ich das Thema echt interessant finde, aber naja. Minute da sein. Lassen wir das. In dem Sinne, ja. Wir sehen uns dann später bei der Nachbesprechung, denke ich mal. Oder vielleicht schon auf dem Boot. Musik? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, Otto ganz vorne. Otto. Oh, Otto und Joris. Mein Knast. Genau, sie erstmal 7 Punkte, Alter. Fritz los, Mann. Das war nicht sein Ja. Oh, schön, schön, schön. Oh, sie wollen Fritz, glaube ich, zuerst. Oh, Dave, was ist los bei dir? Sehr krank. Kennt ihr den Heidepark? Ich finde, ganz ehrlich, die Melodie erinnert mich gerade voll an den Heidepark. Ich glaube, der Heidepark macht eine Kooperation mit Seven vs. Wild und macht dann irgendeine Attraktion. Oh, das wäre geil gewesen. Ey, so eine Bootstour. Das ist doch dieser See, der im Endeffekt eigentlich gar nichts mehr wirklich zu bieten hat. Außer diese sehr spannende, deutlich für Rentner angebotene Floßfahrt. Entschuldigt. Ja. Wird dann erstmal die Insel aufgeschüttet? Ja, nee, in der Mitte ist doch das Ding, wo früher das alte Karussell drauf stand. Das ist doch leer jetzt. Ah. Das ist die Insel und drumherum diese tolle Floßfahrt. So, und dazu diese Melodie. Machen wir nochmal ein Stückchen zurück? Ja, so ein bisschen nur. Also, warte mal, wir sind jetzt bei 12:33. Ja, 12:33. So, und jetzt hört euch mal bitte wirklich diese Musik an, okay? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Jo. Der Fritz. Fritz, wo bist du? Gott. Fritz kann es kaum erwarten, er denkt an den Halloumi-Burger. Also, oh, Burger. Das ist das 66-Euro-Planschbecken. Boot. Boot. Oh, schöne Kameraaufnahme. Oh, ja. Ist das geil. Fritz denkt sich auch, es wird Zeit. Gib Vollgas. Jetzt geht erstmal Hating los. Hey, warum habt ihr mir so einen scheiß Spot gegeben? Hättet ihr mir nicht den von Knossi geben können? Ja, scheiße, ihr wisst schon was. Jetzt geht's richtig ab, pass auf. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Herzlichen fucking Glückwunsch. Oh, ich muss aber kurz atmen, ey. Puh. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es mich so bekommt. Alter. Was? Alter. Hölle. Jeder kennt Fritz, ne? Ich schwör's euch, jeder kennt Fritz. Ehrlich. Aber wenn Fritz weint oder Pippi in den Augen hat, ne, man muss automatisch irgendwie so mitkriegen mit ja. Pippi in den Augen, weil er einfach immer so
ja, ist mal so kackenreiß ehrlich und so, ne? Und dann kommt so eine Szene und denkst du so, okay. Ich sag ja, Männer, die Emotionen zeigen, sind absolut attraktiv. Ich weiß noch, wie attraktiv und toll ich das fand, als du bei der Geburt unserer Tochter geweint hast. Ich fand das so toll. Andi ist auch so ein Mensch, der kann nicht weinen. Ich bin Stein. Nicht. Stein. Emotionsstein eher. Ja. Aber wenn du dann mal, ja, dann ist das schon echt was Besonderes. Und deswegen ist das auch für mich, also verständnismäßig bei Fritz etwas sehr Besonderes, dass er da jetzt so viel Emotionen zeigt. Das ist sehr schön. Ich glaube, mir wäre das nicht anders gegangen. Ja. Nach 7 Tagen endlich mal wieder Leute um sich. Ich finde, aber das mag ich jetzt gerade gar nicht sagen, ne? Aber ich finde schon, dass ich nenne es jetzt mal, ich drehe es jetzt mal mit netteren Worten um. Ich finde schon, dass Fritz sehr hungrig aussieht. Guck ihn dir mal an. Also das, was Sascha abgenommen hat, ja, okay, aber er hatte auch dementsprechend viel Muskelmasse, da sieht man das so arg nicht, aber ich meine, Fritz sieht gerade wirklich sehr abgemagert aus. Sehr abgemagert aus, ja. Also schon krass. Ey, und scheiß Schweden dagegen, Urlaub, sag dir, wie es ist. Das war 7 Tage Hölle. Hab ich schon richtig drauf gefreut. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich hab mich seit 4 Tagen schon drauf gefreut. Das ist die richtige Werbung für Y-Food. Boah, wie er aussieht. Mire, Dulle, du musst das alle nein. Hey, lass dich drücken. Sorry. Habe ich ja im Behind the Scenes gelernt, mein neuer Lieblingsfotograf. Mineralwasser, endlich! Ja, über richtiges Mineralwasser würde ich mich auch am meisten freuen, glaube ich. Otto. Ja. Fritz denkt sich Traumspot. Ja, wo ist er denn? Wir sind in Mangroven verschlungen worden. Ja. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind mega gut. Es tat sehr gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Also richtig Spaß gemacht. Ich habe den Platz lieben gelernt. Dafür, dass es angeblich so ein Scheißspot ist, sein sollte, ist alles mega. Bis auf Sandstrand ist alles da. Und das Coole ist, ich habe hier direkt rechts die Mangroven. Das heißt, ich bin voll durch Mangroven durch und bin mir sehr, sehr sicher, dass ich Krokodil gesehen habe. Dreimal. Er macht schon gleich einen Abschlussbericht, Otto, ne? Ja. Typisch, oder? Oh, jetzt auch noch Schwung! Er hat sich versteckt. Er denkt jetzt, Otto, denkt jetzt erstmal, ist er alleine. Mein Lieber! Was? Simsalabim! Da bin ich! Du hast dich erstmal versteckt, oder? Mein Lieber! Oh Mann, das war Krankscheiße, ey. Das hat so Bock gemacht. Aber alle beide denken nicht, dass es mehr geschafft haben bei der Härte. Nee. Weil ich sag mal, doch, Otto hat ja zwischenzeitlich ja gesagt, ne, dass er glaubt, dass wirklich viele es geschafft haben, weil er hätte ja keinen Grund und so. Aber ich finde, wenn Otto, glaube ich, wirklich mal intensiv in sich reinhört, glaubt er das nämlich eben nicht. So, also kann ich mir zumindest vorstellen, weil die Wetterumstände waren schon ziemlich heftig. Ja. Hier, Otto, gönn dir mal. Danke, danke. Eiskalt. Das
Faszinierend. Und was glaubst du, wie viele sind noch drin? Seid ihr die einzigen? Kommen noch welche? Was glaubst du? Einfach Bauchgefühl. Ah, siehst du? 14 nicht, die einzigen. Siehst du? Siehst du, in der letzten Folge hat er, oder in der vorletzten Folge hat er doch gesagt, von wegen, ja, ich wüsste komm jetzt nicht, durch. Ne, komm alle durch, so, ich wüsste jetzt nicht, warum man abbrechen sollte. Und ich hab doch gesagt, jetzt fange ich schon an wie Fritz, ne? Dieses Spoilern. Ich fange echt an wie Fritz. Das war aber bei der ersten Staffel genauso. Wir haben was gesagt, genauso wie das. Ja, wir haben gestoppt beim bei der ersten Staffel, wo es beim um den Fackelbau ging. Wir haben gestoppt das Video und Andi und ich gucken uns an. Ja, wir würden Schwedenfeuer bauen. Ja, Schwedenfeuer. Machen das Video weiter. Alles klar, ich baue ein Schwedenfeuer. Genau, alles klar, ich baue ein Schwedenfeuer. So, deswegen war das für uns auch ganz klipp und klar. Schwedenfeuer ist eine Fackel. Ja, wir wollen diese Diskussion nicht nochmal aufrollen, aber... Schwedenfeuer. Team Schwedenfeuer, eiskalt. Ja, eiskalt wäre es ohne Schwedenfeuer, ganz genau. Aber ich finde es jetzt cool, dass sie beide wirklich denken... OMG, es sind nur die beiden und ach ja, dann kommen noch Familie. Ich hätte die jetzt zur Hacienda gebracht. Ich hätte die jetzt eiskalt zur Hacienda gebracht. Wir räumen jetzt noch und dann wieder wegfahren, wir räumen noch schnell ihre Wedding Spots auf. Genau. Ich hätte das eiskalt gebracht. Dann wundern sie sich, wo die anderen sein. Ich nicke jetzt, anderen drei. Ich habe gemacht auf Steinterrasse. Da kommt keiner. Ja. Knossi, beste Abholung. Hey, warte mal, wir wollen doch mal wen? Wir rechnen einfach nicht mit Knossi. Was? Knossi hätte ich zum Schluss abgeholt. Nee, warte. Ja, warte mal, was? Nee. Hey, warte mal, was? Nein, da ist ein roter Packsack. Da steht irgendwer. Ja, warte mal. Nein, wie geil ist das denn bitte? Hey, Alter, der hat das gepackt. Zwei Soldaten sind in den Krieg gezogen und Knossi und Otto denken sich, we are the warriors. Fritz und Otto. Oh, was hast du gesagt? Knossi und Otto. Knossi und Otto. Egal, also Fritz und Otto denken, we are the warriors. Wir haben das geschafft. Ja, wir sind die einzigen beiden, die das geschafft haben. Und dann fahren sie einen Knossi-Spot. Okay, daran habe ich nicht gedacht, dass man das so geil machen könnte. Ja, ja. Das hätte ich wahrscheinlich tatsächlich auch gebracht. Weißt du, so hier die beiden, ne, so total Warrior, ne? Und dann fährst du zu Knossi. Ich glaube, ich hätte erst alle anderen abgeholt. Und ich muss, ja, ich glaube auch, ich hätte Knossi auch zum Schluss abgeholt, weil damit halt keiner gerechnet hätte. Und dieses Feeling, Knossi abzuholen, ich glaube, das hätte ich wirklich allen gegönnt. Ja. Weil das ist echt etwas so... Ja, damit haben sie selber vielleicht auch alle nicht wirklich gerechnet. Also Fritz auf jeden Fall nicht. Nee, das sieht man richtig. Aber das ist auch, sie freuen sich halt auch. Und man merkt halt aber auch so Fritz so, boah, nee, der hat's echt gepackt. So, ich wusste, dass ich mich auf ihn verlassen kann, so nach dem Motto. Ja. Weil er hat ja jeden, den er einlädt, auf den möchte er sich verlassen. Ja. Wenn Fritz mich jetzt fragen würde, jetzt nehmen wir das mal wirklich als ernst und nicht mit meinem spaßigen Nein, ich mache nicht mit, sondern wirklich mal was Ernstes. Fritz würde mich jetzt persönlich fragen und sagen, hey, komm, willst du nicht mitmachen? Dann würde ich mir denken, okay, Fritz denkt von mir, ich habe das richtige Mindset, ich habe vielleicht was drauf und er glaubt oder irgendjemand aus dem Team glaubt, ich könnte das schaffen. Das würde mich schon alleine in meinem Mindset, weil man mir das sagt in dem Sinn oder mich anfragt, sehr pushen und würde sagen, okay, jetzt erst recht. Also ich glaube, die richtig echte Anfrage, wenn die kommen würde, würde ich auch nicht nein sagen. Aber so, ich will am besten gar nicht, dass es dazu kommt. Ja, wer weiß. Ich kann jetzt sagen, ich bin faul, aber das wäre auch nicht richtig. Ich bin nicht faul. Für nächstes Jahr so 3 Monate von Mera. Hast du Lust? Geht sofort. Ja, solange es nicht am Mera-Luna-Wochenende ist, bin ich immer da. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist es Ende. Die Woche nach dem Mera. Ja, ungefähr. Das würde ich noch packen, ist kein Problem. Dann bin ich schon mal in Übung. Ein Wochenende zelten, komm. Ja, dann bin ich schon mal angeschlagen genug, dann reicht das. Aber ich meine, diese Reaktion gerade, ich komme nicht drauf klar, das ist geil. So cool. Geil. Ich freue mich auch so für Knossi. Diese 7 Tage, die haben ihm so viel gegeben, bestimmt. Ja. Thank you.
bereits da. Wie geil ist dieser Typ? Ich kann das nicht glauben, wie geil. Vor allem mit den Zahnschmerzen. Ja. Mit dem Wissensstand im Survival. Absolut klasse. Knossi sollte ein Vorbild für so viele Leute sein, die einfach auch mal am Boden sind. Ja. Ne? Also wirklich Hut ab an ihn. Und glaubt mir, dieses Business, was Knossi hat, ist bestimmt auch kein leichtes. Wir haben alleine jetzt in den letzten Tagen gesehen, oh, sich an die Regeln zu halten, beziehungsweise euch den Content so zu liefern mit so vielen Sachen im Hintergrund, ist gar nicht möglich. Und dann haben wir uns wirklich gestern Nachmittag haben wir uns entschlossen, komm, wir gucken jetzt diese Folge, dann lassen wir Folge 15 ausfallen. Wir haben uns die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie kriegen wir das noch hin, weil man muss das Video natürlich auch nochmal cutten, nochmal rendern und so weiter. Das hätten wir nicht geschafft, sind wir auch ehrlich. Und dann sagen wir einfach, wir hätten es nicht geschafft. Ich glaube, damit seid ihr mehr zufrieden, wir mehr zufrieden. Jetzt schaffen wir Folge 16 pünktlich. Aber auch nur durch den tollen Einsatz von einem Kumpel, der den Rechner wieder zum Laufen gebracht hat. Ja, aber trotzdem ist es halt so, ne? Ja. Das ist ja, ich meine, das ist ja egal. Darum geht's ja jetzt gerade gar nicht. Also doch schon. Also ich bedanke mich auch. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist halt einfach so dieses, wenn du am Boden bist oder so, einfach auch mal ehrlich zu sein, einfach auch mal wirklich zu sagen, hey, du, das schaffe ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Nee. Ne? Also. Und trotz alledem auch mal zu sagen, wenn man sich eigentlich sagen müsste, ich kann nicht mehr, trotzdem nochmal pobacken zusammen und weiter. Richtig. Also ich meine, es gibt halt zwei dieses, ich kann das nicht. Einmal zugeben, okay, hey, ich kann das nicht und ich brauche Hilfe, sich auch die Hilfe zu suchen. Und einmal zu sagen, mit einem Mindset zu sagen, okay, hey, an diesem Punkt komme ich nicht weiter, ich denke, ich schaffe es nicht. Aber vielleicht habe ich doch nochmal und doch nochmal, ne? Also das ist halt, ja, man muss dann halt gucken irgendwie. Also es sind halt zweischneidiges Schwert. Ja. Ja, aber ich finde das so schön, ihn auch so zu sehen, dass er das geschafft hat, ne? Ich freue mich so sehr für Knossi. Also ich glaube, diese Erfahrung, die würde ich auch gerne erleben. Also so über sich hinauszuwachsen über diese 7 Tage. Ja. Wie dieser Rauch da im Schatten des Trailers. Man hört da von oben hoch, das geht. Ah, er hat sich ja einen verbrannten Scheiß. Wir gehen rein mit, oder? Oh, süß die beiden. Oh, wie Papa. Das war schwer. Das ist eine scheiß Legende, Alter. Das ist irre, Mann. Hier war immer Elbe und Flut. Ich hab den Abmittag. War hier nur noch Wasser. Pass auf. Meine Krebse. Pass auf, meine Krebse. Das ist, guck mal, was er abgegeben hat. Das ist Greenie. Den hab ich gebaut. Für die Leute. Die fand ich hier. Baum des Todes. Bei mir hat eine Wurzel reingesteckt. Oh, aber ich hab Medikit nicht aufgemacht. Ich auch nicht. Das war Tag 1. Gegenseitig einfach alles. Wieso? Kennt ihr das? Ich komm von der Klassenfahrt nach Hause. So. Und dann fahrt auch deine Mutter so. Too much information. Okay, was habt ihr alles gemacht? Okay, Strip-Poker gespielt. Okay, ja. Ach, ihr habt Alkohol getrunken. Nein. Hab ich das erzählt? Nein. Wir hatten mal einen coolen Lehrer. Grüße gehen raus an den Herrn Schmidt. Der uns mit seinem Ärzte-T-Shirt immer wieder gesagt hat, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm.
Solange du noch ein Ärztelied interpretieren kannst, was habe ich gesagt? Interpretieren? Ja, Interpretation, genau. Kannst, ist alles in Ordnung. Guter Mann. Toller Lehrer. Ganz klasse Religionslehrer. Alter. Und ich hab hier an der Seite Wunder. Bei mir ist auch alles wunderbar. Aber hier zwischen den Eiern. Und die sitzen auf dem Boot angekommen. Cola und eine Kippe! Oh ja, das ist... Wow, this is food! Sam vs. Wild Edition! Wow! Freue ich mich. Okay, das ist... Kannst du dir nicht vorstellen, wie das ist? Nach sieben Tagen. Und die denken jetzt so, aber jetzt geht's zur Hacienda, ne? Jetzt gibt's was zu essen. Jetzt gibt's was zu essen. Jetzt kann ich endlich eine rauchen. Warum haben die eigentlich keine Kippen mitgenommen für Knoss? Damit er noch mehr leidet. So, damit er noch mehr leidet. Ja, okay, ich kann's ja irgendwie verstehen, ne? Rauchen schadet der Gesundheit, auch hier an der Stelle nochmal nicht tun. Ja, aber... Auf die Stunde kommt's jetzt auch nicht mehr an. Ja, richtig. Sehe ich genauso. Achso, und ja, wir hatten übrigens überlegt, ob wir Folge 15 jetzt hier voraufnehmen. Aber ja, das wäre ja auch so doof gewesen, weil dann hättet ihr erstmal Überlänge gehabt. Und man weiß ja auch gar nicht, wann man dann so ein langes Video gucken soll. Und dann noch, ich meine, unsere Videos sind immer sehr lange, aber ne, darum geht's ja gar nicht. Aber wir haben uns gedacht, so, naja, wir haben sie jetzt aber geguckt, weil wir uns vorentschieden haben, sie lieber vorzugucken, ja, damit wir auf dem Stand bleiben. So, und dann haben wir gedacht, das ist ja auch irgendwie blöd, ne? Ja, hätten wir mal machen können. Hättet ihr uns mal einen Spielfilm länger gehabt. Stimmt. Das ist so geil. Ich komme manchmal auf gegen uns. Stellt euch vor, sie vergessen einen einfach. Beziehungsweise du hast dich im Dark verzählt oder so. Sascha, die denken gerade noch nicht mal daran, dass du noch abgeholt wirst. Sascha, was? Guck mal, sein ganzes Laub hier. Alles vertrocknet. Wie kann denn das... Also jetzt mal ganz ehrlich, ne, ohne Spaß. Das sieht so trocken aus. Also wäre schon 3 Monate da, ne? Ja, wirklich. Also auch vor allem, wie kann das so schnell trocknen durch die Luftfeuchtigkeit und durch den Regen? Also wie kann denn da noch etwas wie Laub trocknen? Durch Salzwasser. Ah, das gerbt, durch ja, das Salz. Ja, okay. Hm, ja, jetzt habe ich auch. Danke. Siehst du? Dankeschön für die Erklärung. Deswegen habe ich Andi dabei, wisst ihr? Ja. Manchmal weiß ich auch was. Da fällt mir ein, ich muss euch noch was erzählen. Ich habe jetzt alle Events geplant fürs nächste Jahr und habe mir auch schon so 2-3 Interviews organisiert. Und da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Denn nach Seven vs. Wild, ihr wisst, da wird das hier wieder mein Interview- und Event-Channel. Kommen dann noch ein paar andere tolle Sachen, ihr wisst es nicht. Aber ne, es wird ein bunt gemixter Channel. Also bleibt auf jeden Fall am Ball. Wird spannend. Abonniert den Kanal. Ja. Dann verpasst ihr nichts. Ganz genau. Da ist es. Da, 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 da. Bist du jetzt geswitcht? Hey, was war das denn? Ja, nicht so lustig hier. Hallo. Hallo. Wo waren wir jetzt? Da waren wir. Da waren wir. Hallo. Da waren wir. Das ist zu weit, glaube ich. Nein. Ja, da. Da. Mach das da. Das ist gut. Was war das denn? Was war das denn? Das geht auch gar nicht. Also, nee, also ihr wisst Bescheid. Wir wissen Bescheid. Ja, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Lasst nette Kommentare da. Denkt dran, morgen ist unser Jahrestag. Wir freuen uns sehr über ganz tolle Kommentare. Also wenn ihr es seht, wenn ihr es seht, heute. Genau, wenn ihr es seht, heute. Am 29.12. Wenn dieses Video online geht. Wenn dieses Video online geht. Da haben wir schon fast den ganzen Tag verbracht. Ja. Naja, also wie gesagt, Sascha, die glauben nicht, dass du noch da drin bist. Nee. Achso, wir waren ja schon bei Sascha, stimmt ja. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Nein, einfach. Beziehungsweise du hast dich im Dark verzählt oder so. Boah, das war heftig. Ja, ich erkenne es nicht richtig. Ich erkenne gar nichts. Ach, das ist Sabrina! Das ist Sabrina! Jetzt ist es gleich soweit, gleich soweit. Ich glaube, das ist Sascha, oder?
Oder Jova. Nova. Nein, nein, Nova ist woanders abgesprungen. Ja, Freunde, sie sind da! Sie sind da! Oh mein Gott, sie sind da! Davon geht einfach nicht. Also, zack, jetzt Fackel gezündet. Ich glaube, das ist Sascha. Ja. Sascha! Oh mein Gott, Freunde! Sie sind da! Was ist los? Oh, nicht so nah an Shelter. Ja! Mir ist vielleicht nicht alles gelungen. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht der Gewinner sein. Aber das ist mir scheißegal, Freunde. Denn ich habe mein Bestes gegeben, die Grenzen ausgetestet, über meine Grenzen gegangen. Und ja, ich bin mächtig stolz auf mich. Ich habe die Star 37 gestanden. Ja, mit nur einem Gegenstand. Und das, ja, obwohl ich keine Erfahrung im Survival habe, Freunde. Ich bin mächtig stolz auf mich. Ich hoffe, ihr auch. Und wie ich stolz auf Sascha bin. Vor allen Dingen, er hätte ja nicht mal mehr die Möglichkeiten gehabt, seine Sachen zu holen. Nee. Das ist eigentlich das Mieseste daran. So, er denkt sich so, er kommt auf die Insel, ich mag die vollkommene Eskalation. Ich mach das hier mit einem Gegenstand und dann so alles weg. So scheiße. Ich stell mir jetzt gerade vor, ja komm, ich hol mir doch vielleicht den Wasserfilter. Das Wasser ist vielleicht nicht so gut für den Magen. Scheiße. Shit. Jetzt brauche ich was zum Abkochen, Jungs. Was mache ich jetzt? Hilfe. Wie baue ich mir jetzt einen Topf? Ich glaube, er hätte die Kokosschalen dann genommen. Also ich, ja. Sascha stellt sich schon so ein, aber trotzdem war also ziemlich cool einfach. Jetzt ist endlich Horn. Wir fahren zu dir, Schatz. Freunde, vielen Dank auch an euch. Vielen Dank für euren Support. Dankeschön! Woo! Ja, Sascha! Ey, das ist doch geil, Sascha, wir haben's! Wir haben's geschafft, endlich! Eine Woche ist vorbei! Hm? Was ist da gerade lang geflogen? Bro! Servus! Alter! Herzlichen Glückwunsch! Oh, danke! Glückwunsch! Du hast es gepackt! Danke! Danke! Vector! Danke, Insel! Danke für alles! Und danke für nix. Wilson! Wir haben Wilson vergessen! Wilson muss nur mit. Wilson ist mein Beschützer! Ich hab Wilson gefunden! Freunde, glaubt ihr mir nicht! Wilson hat mein Shelter beschützt bis zum Ende. Es ist gerade nicht gefallen. Wilson! Ja! Ich bin immer auf alle Fälle mit! Boah, jetzt aufs Boden. Und nochmal zurück. Boah, wie lange. Menschen! Sascha! Ja! Jawohl! Boah, der sieht auch fertig aus. Wir haben's! Ja. Sascha, wir haben's geschafft. Fuck! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Komm, komm, Alter, Mann! Ja. Guck mal, Schuhe an, nein, komm, ja. Mann! Ja. Was, wir vier? Was hast du denn für Schuhe an? Ich hab neun Yeezys. Wie schaust du aus, Mann, dein Bart? Geil, Scheiße, also. Geil. Fertig, an. Geil. Boah. Boah. Setz dich auf. Boah. Das ist gut. Jetzt denken sie wieder. Ab nach Hause. Ab nach Hause endlich. Hacienda, was ist los da? Egal wie oft er gehatet wurde, ne? Ich mach's jetzt. Die Wildcard! Unser Mann, unsere Community-Mann da. Richtig. Ja? Hallo? Wie einer kann man, von uns. Ja, aber wie kann man den haten? Die Community hatet die Community-Card. Wie kann man das machen? Ganz ehrlich, da ging mir immer die Salzsäure hoch. Du, ich weiß gar nicht, ob ich Salzsäure, Magensäure, weiß ich nicht. Nee, da ging mir die Magensäure hoch. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ja. Bei sowas geht mir die Galle. Wirklich. Er hat uns alle vertreten. Ja. Und er hat 7 Tage geschafft. Ja. Und er hat Tiere gezeigt. Er hatte einen super Humor. Joris, wirklich ein Top-Kandidat für die Wildcard. Ja. Einfach mal daraus gesagt, ja. Also auch ganz großes Danke an Joris. Er hat uns als Community sehr vertreten. Auch, ich sage mal, dich jetzt als Erfahrenen, sage ich mal, oder Erfahrenerin, ja. Wäre Mehrzahl so. Ja. Total toll. Also ich weiß nicht.
Klar, es hätte bestimmt auch noch andere tolle Kandidaten gegeben, das wollen wir jetzt gar nicht mal sagen, aber ganz ehrlich, nein, toller Kandidat, echt klasse, super Humor mit reingebracht, super abwechslungsreich, ich finde ihn auch gar nicht so, also ich fand genau das mit den Emotionen, wie sie es auch dargestellt haben, wie er sich gefilmt hat, also so mit diesen Stimmungsschwankungen, die er angeblich gar nicht so stark hatte, wie er gesagt hat, aber super, wirklich klasse, also wirklich. Jeder, der was anderes sagt, hat einfach gar keine Ahnung. Weg. Könnt ihr jetzt kommen? Könnt ihr jetzt kommen? Warum seid ihr noch nicht da? Joris. Hey, warte da, die Jungs kommen gleich zu dir. Heftig. Wie war's? Geil, war richtig gut. War richtig, richtig gut. Ha, krass. Alter, die alle zu sehen, ne? Sind alle schon abgeholt? Bin ich der Letzte? Krass. Wie war's mit Essen bei dir? Ich hab gar nichts gegessen. Nix? Nein, ich hab kein Feuer anbekommen, ich bin ein Idiot. Danke dir. Noch ein bitte. Geil. Geil, Alter. Alle abgenommen, Alter. Hey. Junge. Junge. Hey, komm her. Alter. Siehst du geil aus, Mann. Yo. Geil. Welcome back. Jetzt so. Die kommen rein bei der Hacienda. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when I come for you? You and you. Ich stell mir das gerade so vor. Was ist eigentlich für eine Frau? Es ist ein total tolles Gefühl, wenn da fünf starke Männer reinkommen, die das gepackt haben. Und du sitzt als Frau und denkst so. Ich fühle mich einfach nur rein. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles okay. Ich fühl's. Ich fühl das. Kommt da noch jemand? Noch mehr? Wir wissen jetzt ja, dass wir das gemacht haben. Haben wir gerade gesagt. Oh, schöne Bilder. Oh, schön. Das ist so süß. Wo ist denn der Blick gerade hingewandert? Joris, dein Ernst? Ja, 7 Tage im Zug. Er darf. Ich hab das genau gesehen. Ich sehe alles. Das ist schöne emotionale Bilder. Ja. Herrlich. Oh, jetzt. Oh, darauf habe ich mich am meisten gefreut. Boah. Boah, Knossi hat fast 10 Kilo verloren. What the hell? Ui, Fritz hat auf jeden Fall deutliches Untergewicht, würde ich jetzt sagen. Weil ich glaube, Fritz ist auch eher auf die 1,80. Ne? Ich glaube, er ist 1,80. Aber der hat ja auch die Muskulatur dafür. Also er muss ja mehr wiegen aufgrund der Muskeln, weil er ja auch trainiert.
bei Sascha. So. Dass Sascha nur 6 Kilo abgenommen hat, kann ich gar nicht. Ja, sehr viel Muskelmasse, ne? Wisst ihr, was ich krass finde? Ich wiege so viel wie Fritz beim Startgewicht. Ja. Oder ein Sascha im Endeffekt, also sowas dazwischen. Aber alleine auch, was Sabrina abgenommen hat. Oh, da habe ich noch gar nicht drauf. Ich gehe immer von oben so durch und lese auch die Prozente und so. Deswegen, Sabrina, ne? Meine, besonders bei Sabrina, sage ich jetzt mal, oder auch bei einem Joris oder auch bei einer Nova, da muss nichts runter, so einfach, ne? Aber ich finde, am krassesten sieht man das ehrlich gesagt bei Fritz. Ja. Also bei Fritz sieht man das richtig krass. Ne? Und bei Sabrina auch ein bisschen, aber nicht so sehr, finde ich, wie bei Fritz. Fritz sieht richtig dann in dem Sinne, wenn er jetzt, er hat ja so viel abgenommen, also sagen wir fast 8 Kilo. Wir runden jetzt mal ganz weit auf, 8 Kilo. Und das sieht man ihm dann deutlich an. Und das finde ich schon echt krass. Also ja. Besonders, weil man das so deutlich gesehen hat jetzt, ne? Also, boah. Heftig. Das ist krass. Aber darauf habe ich mich wirklich am meisten gefreut. Ja. Krank. Körperfett haben sie wahrscheinlich rausgelassen, weil da ja die Waage gesponnen hat. Ja. Ne? Erstmal waschen. Schön mal, ne? Ja. Das da unten sieht aus, als wäre das Knossis Strand. War einfach die ganze Zeit neben der Hacienda. Und hat es nicht gemerkt. Ein Spaß natürlich nicht, aber wäre cool, oder? Stell mal vor, die konnten die ganze Zeit drauf gucken. Sieht ein bisschen aus wie Knossis Strand hier vorne, wirklich. Ja. Voll cool. Das müssen wir rausholen. Ja, dieses Fremdkörper muss rauskommen. Weil Gefahr ist dabei, direkt darunter ist Knochen. Ein Knochenteil kann sein, was du verlierst. Ich finde es auch schön, dass ihr euch... Sein Blick! So Todsünde. Das hätte er nicht sagen dürfen. Da bin ich raus. Da gehe ich. Die weißen Kittel extra anzieht. Ja, weiße Kittel, ja. Wir haben unsere Hände gewaschen, das reicht dir schon. Oh. Da wird ein bisschen Spannung geben. Oh! Okay, das muss doch reichen jetzt, oder? Ist gleich geschafft. Spiegelrunning, hallo? Ja. Ey, kann du hast das ab, so wunderbar gemacht. War gar nicht so schlimm, oder? War schon widerlich. Der Arzt deines Vertrauens, so? Ey, ja, wirklich. Das war von Wurzel und ich habe die Wurzel rausgezogen und das ist drin geblieben. Okay, das hätten wir so nicht rausgekriegt. Nein. Gesamtauswertung. Ach. Herzlich willkommen. Ich habe gerade echt gesagt, die blenden das einfach nur ein, ne? Ja. Ja, gerade echt, ja, Schock. Hey, Max und Johannes, ne? Ihr seid solche Frachdechse. Was Frachdechse sind? Ja, also, es gibt so Tiere im Wald. Die sehen aus wie so ein Paket, wie an Weihnachten verpackt. Und dann haben die einen Puschelschwanz. Und dann sind das Weihnachtspakete mit Puschelschwanz, die durch den Wald laufen. Du hast die Puschelohren vergessen. Ah ja, die Puschelohren. Frachdechse. Frechdachse. Nicht Frachdechse. Aber ist okay. Ich liebe euch auch. Teilnehmer, jetzt ist der große Moment. Wir verkünden... Knossi. Ich meine, wir wissen alle eigentlich irgendwie aus dem... Also ich habe noch nicht mal wirklich mitgezählt, ne? Nee, ich auch nicht. Aber bevor die Auswertung kommt... Jetzt mal ganz ehrlich, ihr habt am Anfang der Reactions unsere Liste gesehen, wir sind mal fernab davon und ganz ehrlich, es wäre einfach so episch, wenn
Knossi das Ganze gewinnen würde, wobei wir alle wissen, dass es Otto ist. Ja. Also wer weiß das doch jetzt schon. Also, ne? Also wir lagen ziemlich falsch mit, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Otto und Fritz. Ja. Fritz ist so auf Platz 3 oder 4. Ich glaube, selbst Joris ist noch drin. Ich glaube auch. Ich glaube erst Otto, dann Knossi, dann Joris und dann Fritz. Ich glaube, ja, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und ich habe nie nachgerechnet. Bei Staffel 1 habe ich immer die ganze Zeit mitgerechnet. Ja. Aber hier habe ich es mal nicht gemacht, weil ich mir auch dachte, so, es war ein bisschen unübersichtlich, sich alle diese Zahlen zu merken und Differenzen und so. Aber ja, das Challenge-System war schon besser als in Staffel 1, würde ich sagen. Jetzt so mein, unser Fazit. Ja. Also ich würde sagen, es war wesentlich besser als in Staffel 1. Es war spannender aufgebaut. Natürlich ist Panama an sich auch wesentlich interessanter als Schweden. Weil in Schweden hast du halt eine Einöde. Du hättest aber mehr bauen können. In Schweden hättest du deutlich mehr bauen können, ja. Ja, weil du einfach ein bisschen mehr Ruhe hast. Weil hier hast du den Einfluss Flut, Ebbe. Ja. Dann noch ein Gewitter, dann tropische Wärme. Also du hast viel mehr Naturaspekte, die auf dich einprasseln. Ne? Ich sag mal so, du hättest in Schweden auch Pech haben können und hättest 7 Tage lang Regen haben können. Ja. Hattest du Gott sei Dank nicht. Aber trotzdem. Ich bin jetzt echt sau gespannt, einfach auch, wie sie aufeinander reagieren, dass Fritz halt eben nicht ganz oben steht. Ja. Weil ich glaube, damit rechnen sie halt. Und er weiß es schon. Ja, natürlich weiß er es. Er weiß ja, wie die Challenges bei ihm gelaufen sind. Ja. Wer hat wie viele Punkte und wer ist der Gewinner der zweiten Staffel 7 vs. Wild? Zuerst ausgeschieden und damit leider Platz 7, Nova. Als zweites ausgeschieden, Sabrina, damit 6. Platz. Platz 5, Sascha. Starker Platz 4, Knossi. Doch nur? Doch nur, Scheibenkleister. Aber Platz 4 für Knossi. Knapp am Bronze vorbei, aber... Ne? Sieger der Herzen. Sieger der Herzen, eiskalt, Platz 1. Knossi ist einfach Platz 1 geworden. Ja. Platz 3, der Gewinner vom letzten Jahr, Fritz. Das muss ich mir vorstellen, das ist krass. Joris. Und die große Überraschung. Otto auf Platz 1, Joris auf Platz 2. Hast du auch drin gedacht? Ja. Ey, das ist unglaublich. Otto! Ach komm, alle lieben Otto. Otto ja, ist natürlich. Cool. Otto ist der Beste, komm. Aber Knossi, Platz 4? Ich habe jetzt so oft schon mit Otto über Instagram geschrieben und ich finde ihn einfach noch sympathischer. Ich meine, ich kannte ihn ja weit vor Seven vs. Wild, hatte ich ja erzählt, ne, wegen der ganzen Mindset-Geschichte. Absolut sympathischer Mensch, wirklich. So sympathisch, so nett, so freundlich. Otto! Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, Otto, genau. Aber ganz besonders herzlichen Glückwunsch, Jo. Ja. Weil ganz ehrlich, von dir hat man es halt einfach, also haben die anderen es einfach nicht erwartet. Und ich immer so, ja, doch. Der macht das, der macht das. Aber cool, Mann, ich freue mich voll. Schön. Platz 4, Knossi. Wow. Aber guck mal, wie viele Punkte Fritz und Knossi trennen. Gar nicht mal so viele. 6 Punkte. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich hätte gedacht, dass Knossi auf Platz 3 ist oder so. Hätte ich auch gedacht. Also wirklich jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass Fritz noch besser als Knossi war. Das ist krass. Ja, es ist wirklich krass. Aber ich dachte wirklich, also wenn man das... Haben die Punkte vergessen bei Knossi? Irgendwie so vom Bauchgefühl sagte mir, dass Knossi über Fritz ist. Müssen wir nochmal nachrechnen? Wir haben auf die Community gehört, bei diesem Projekt geht es nicht darum,
wer gewinnt, sondern darum, die 7 Tage durchzukommen. Für jeden, der die 7 Tage schafft, gibt es dieses Jahr 7.000 Euro. Damit haben wir einen Gesamtpool von 35.000 Euro, gesponsert von Rhino Shield. Jeder hat sein eigenes Ziel. Da kann er in seinem eigenen Kanal vielleicht was zu erzählen, warum er dieses Ziel gewählt hat. Wir bedanken uns bei euch, bei den Teilnehmern, bei der ganzen Crew. Und ich würde sagen, die letzten Worte hat Fritz, wenn er denn möchte. Also erstmal vorweg, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen kann ich ganz viel sprechen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die dieses Jahr mit dabei waren, natürlich bei allen Teilnehmern. Die Nominierung war definitiv auf eine kleine gemeinige Art, aber ich denke, der Community und euch hat sie gefallen. Ich fand die ganze Vorbereitungsphase geil, dass sich jeder reingehangen hat, was probiert hat, Streams gemacht hat, darauf reagiert hat. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, ein ganz, ganz fettes Dankeschön geht an die komplette Orga-Team, ans komplette Orga-Team, an jeden Einzelnen. Ich finde es super geil, dass wir diesmal auch ein Behind-the-Scenes-Serie haben, wo wir das alles nochmal selbst sehen können, weil selbst wir als Teilnehmer haben das noch nicht gesehen. Deswegen würde ich sagen, einfach nochmal gemeinsamen Applaus für jeden von uns, die mit dabei waren. Fettes, fettes Dankeschön. Und Markus, es gibt auch noch eine kleine Medaille. Ich muss selber mal gucken. Das wirklich? Mega! Danke! Oh, yeah. Wow. Ehrenplatz! Das ist aber wirklich krass. Geil! Die haben wir gesehen, ne? Bei Insta. Ja. Das war's von 7-in-1! Danke fürs Zuschauen! Das ist die beste Show! Let's fucking go! Ah, wieder alle. Okay, also in erster Linie erstmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Ja, da haben sie recht. An das Orga-Team, an ganz besonders Fritz. Ja. Für die Möglichkeit, dass wir reacten durften. Für so viel Emotionen. Immer wieder Spaß in all seinen Projekten, aber jetzt ganz besonders bei 7 vs. Wild. Jemand, der das nicht zu schätzen weiß, verstehe ich einfach nicht. Und ich bin gerade voll baff, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also jeder Teilnehmer hat sich auf eine ganz andere Art und Weise präsentiert und ich finde absolut, jeder hätte, so wie sie es auch gekriegt haben, jeder eine Medaille verdient. Ja. Jeder hat seine Leistung gegeben, egal ob du an Tag 1 rausfliegst oder an Tag 7 oder 8 sogar noch. Also versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach so ein geisteskrankes Projekt und es ist einfach so, es macht so Spaß, euch zuzugucken. Jeden Einzelnen, würde ich sogar sagen, auf seine Art und Weise, auch im Nachhinein oder im Vornherein. Und wir möchten einfach auch ganz, ganz tolle Danke sagen für die Möglichkeit und haben uns gefreut, dass wir halt auch reacten durften und ja, mal gucken, wie es jetzt so weitergeht. Es ist schade irgendwie, dass da nichts mehr kommt. Ich bin ein bisschen traurig, weil es schon halt irgendwie Spaß macht, einfach mit euch auch da draußen zu reden und ja, ich hoffe, dass ab jetzt mein Channel ja noch interessanter für euch wird, natürlich nicht mit 7 vs. Wild Reactions, aber natürlich sollte es eine dritte Staffel geben, wären wir natürlich wieder dabei, soweit wir dürfen. Und würden dann neben den ganzen anderen Projekten, also es kann sein, dass jetzt wirklich einfach ein bisschen Ruhe ist. Wir planen allerdings den Umbau mit zu filmen. Es kann sein, dass ich euch auf Instagram mitnehme, also schaut da immer vorbei. Auf Instagram seid ihr eigentlich immer auf dem neuesten Stand. Steht alles unten in der Infobox. Ja, ich weiß gar nicht, was wir morgen so geplant haben vor unserem Jahrestag. Nee, doch nicht.
Ich bin fertig. Will nochmal, bitte nächste Staffel. Ja, nächste Staffel, jetzt sofort. Ich muss weinen. Ich mag Abschiede nicht. Und ich muss mich jetzt erstmal für etwas länger von euch verabschieden. Und das will ich nicht. Wir sollten streamen. Sollten streamen. Ja, aber das geht jetzt auch aktuell nicht, denn in den nächsten Tagen ist sehr viel. Der musste noch kommen. Verzeiht mir. In den nächsten Tagen wird sehr viel Umzugskartons und Packen und so. Und das macht ja uns auch nicht so viel Sinn. Ich hoffe, ich grill diesmal den Router nicht. Ja, ich hoffe auch. Und wie gesagt, da muss man erstmal aufs Internet warten und so weiter. Aber ansonsten könnte man sagen, dass man sich irgendwie, ja, so weiß ich, einfach zusammensetzt, ein bisschen quatscht, ein bisschen streamt, ein bisschen keine Ahnung was tut. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns sehr, sehr bald wiedersehen. Das hoffe ich auch. Auch wenn es erstmal Vlogs werden oder so. Wir schauen mal. Ich habe dann auf jeden Fall noch das ein oder andere Project. Ja, und dann gucken wir uns das mal an. Im Februar bin ich wahrscheinlich wieder auf der ABF in Hannover. Das ist so eine Messe mit so Arbeit, Freizeit, Zeugs, also Camping, Sachen auch und so. Ist immer sehr, sehr lustig dort. Ja. Und mal gucken. Und was dann noch so kommt. Auf jeden Fall wünschen wir euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und kommt gut ins neue Jahr. Kommt gut ins neue Jahr, genau. Oh Mann, wir wollen gar nicht aufhören, mit euch zu quatschen. Das ist ja ganz schlimm. Aber wir haben schon wieder 1,5 Stunden auf der Uhr. Ja. Wir lieben euch einfach so sehr, dass wir immer weiter mit euch reden wollen, ne? Obwohl ihr nicht antworten könnt. So viele Kommentare haben wir auch noch nicht. Vielleicht mal ein paar mehr Kommentare. Alles klar. Da steht's. Wir wünschen euch einfach auch ein sehr erfolgreiches Jahr 2023, bei egal, was ihr vorhabt. Mindset, wie Willenskraft, wie Wolf. Ihr wisst Bescheid, einfach machen. Richtig. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr. In alter, neuer, wunderbarer Frische. Bis dann.